Das aktuelle Spiel der Woche, powered by Haustechnik Wickenbrock GmbH, Ihr Fachbetrieb für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik im Kreis Steinfurt. Und von der Webers GmbH, Euer Partner für Futter-, Misch- und Landtechnik sowie Reparatur und Wartung von Landmaschinen und Gartengeräten. Webers, wir beraten euch gerne. Sowie von Garten- und Landschaftsbau Stefan Kappelhoff. Mitarbeiter gesucht, Landschaftsgärtner, Straßenbauer, Baumaschinenmechaniker. Jetzt bewerben, Kappelhoff im Einklang mit Natur. Hallo liebe Fußballfreunde, Spiel der Woche Nummer 158, Derbyzeit in der Kreisliga A Steinfurt. Und so langsam gewöhnen wir uns dran, denn wieder einmal haben wir ein Spiel auf Kunstrasen. Und damit willkommen zum Horstmacher Derby auf der Sportanlage am Borkhorster Weg, der Heimat des TuS Germania Horstmacher. Das ist ein Heimspiel, Spiel deines Lebens. 90 Minuten, um alles zu geben. Wie Rock'n'Roll. Fußball ist für die Ewigkeit. Die Germania empfängt also SV Westfalia Leer. Kurze Antwort für die Gäste. Beide Spielstätten sind gerade einmal 3,8 Kilometer voneinander entfernt. In der Tabelle ist der Abstand da schon etwas größer. Horstmacher auf der 1 und Leer auf Position 10 zu finden. Im Hinspiel siegte Horstmacher knapp mit 1 in Leer. Geleitet wurde dieses Derby vor rund 500 Zuschauern, also richtig guter Kulisse von Steffen Raus. Sein insgesamt 6. Auftritt im Spiel der Woche und hier zum 3. Mal vor unseren Kameras im Einsatz an der Pfeife. Und hier sehen wir die Gäste aus Leer, die waren heiß wie Frittenfett aufs Derby. Der erste Torschuss ging dann auch gleich mal an die Westfalia. Jonas Schulte per Kopf. Da waren 4 Minuten gespielt. Die Gastgeber immer mal wieder nach Standards gefährlich. Ecke Marcel Exner, Kopfball Jannik Ruhoff, 13 Minuten durch. Nach 15 Minuten noch keine Tore oder sonstige Highlights. Horstmann mit Spielertrainer Niklas Melzer als Spitzenreiter natürlich klarer Favorit in diesem Derby. Lea hatte sich trotzdem so einiges vorgenommen und Westfalia-Urgestein Matthias Hölscher in der Vorberichterstattung schon mal verlauten lassen, dass Horstmann keinen berauschten Fußball spielt. Für Gästetrainer Thomas Overesch hier im Bild war es vorerst das letzte Horstmacher Derby. Er sucht nach 7 Jahren als Chefcoach der Westfalia ab Sommer eine neue Herausforderung. In Spiel Minute 19 gab es dann die erste richtig gute Chance für die Gastgeber. Das ist Kosakowski auf Völker, der leitet weiter zu Marcin Exner und dann muss Gästekeeper Michael Denkler das erste Mal aktiv werden und verhindert den Einschlag. Der 24-Tore-Mann und aktuell führende der Torjäger ist dann Marcin Exner, also mit der bis dato besten Chance in diesem Derby. Hier läuft bereits die Wiederholung. Und die Germania kam jetzt langsam, aber sicher in Fahrt und übernahm hier die Spielkontrolle. Was fehlte, war noch etwas die Präzision in den Abschlüssen. Gästetrainer Thomas Overesch nahm schon mal eine andere Perspektive ein. Sein Team geriet nun mehr und mehr unter Druck. Und hier haben wir auf dem linken Flügel Ruben Kosakowski am Ball. Der wackelt mit Leichtigkeit den Tom Becker aus und zieht dann in Richtung Strafraum. Schuss! Gehalten von Denkler. Die nächste gute Chance auf die Führung hatte Horstmann also in Spielminute 31. Und wieder war Gästekeeper Denkler auf dem Posten und parierte den heranfliegenden Ball. Hier in der Wiederholung nochmal schön zu erkennen. Und der anschließende Eckball wurde wieder von Marcel Exner geschlagen. Kopfball von Spielertrainer Melzer auf der Linie geklärt. Wieder eine gute Chance zur Führung für die Heimelf. Und am Ende packte Denkler erneut zu. Hier nochmal. Tom Becker war es, der auf der Linie zur Stelle war und den Ball von Niklas Melzer da rausköpfte. Auf Seiten der Horstmacher konnte man mit der eigenen Leistung bisher zufrieden sein. Was fehlte war allerdings das Führungstor. Minute 36. Melzer sucht und findet seinen Top-Torjäger. Ballannahme und Mitnahme und Bönning geht dazwischen und bringt extra zu Fall. Kein Elfmeter, sagt Referee Steffen Raus und nicht weiterspielen. Wir schauen nochmal drauf. Hier gibt es jedenfalls einen Kontakt von Felix Bönning gegen Marcel Exner. Aber der Bönning spielt auch haarscharf den Ball, wie wir hier einigermaßen gut erkennen können. Ich denke, die Entscheidung passt. Kein Strafstoß. So, wir beruhigen uns ein wenig. Erstmal Halbzeitpause in Horstmacher. Die Gastgeber, wie zu erwarten, das deutlich aktivere Team in den ersten 45 Minuten. Lea hielt phasenweise richtig gut dagegen und hatte in den brenzligen Situationen mit Keeper Denkler und Becker die richtigen Leute am richtigen Ort.
ordentlich was los hier im Stadion am Borkhorster Weg. Die Stimmung war klasse und das Wetter spielte hier und heute auch wunderbar mit. Ein Hauch von Frühling lag in der Luft. Und direkt nach Wiederbeginn wurde auf Seiten der Hausherren wieder der Top-Torjäger in Szene gesetzt. Hier verpasst er allerdings erneut den Führungstreffer und setzte das Spiel direkt per Lupfer neben das Gästetor. Und Horstmann machte weiter Druck. Langer Ball auf Niklas Völker. Denkler verschätzt sich. Kraftschick rettet und danach schuss Exner zu überhastet und eine sichere Beute für Denkler. Da war mehr drin. 54. Minute Entlastung für die Gäste. Eckball Westfalia. Und die Gastgeber bekommen das Spiel im und am eigenen Strafraum nicht geklärt. Max Jormann hält einfach mal drauf. Abgefälscht. Raus plötzlich am Ball. Raus plötzlich mit der Chance. Und raus plötzlich mit dem Tor. Fast aus dem Nichts. Die Gästeführung im Horstmacher-Derby. Luca Raus besorgt hier mit Saisontreffer Nummer 3 die Führung für die Westfalia. Jan Stegemann im Kasten der Germania blieb nur das Nachsehen. Hier der Lehrer-Führungstreffer nochmal in der Wiederholung. Gästefans zelebrierten den Eigentreffer auf ihre eigene besondere Art. Wir hören. Ja, klasse. Finde ich richtig geil. So macht der Fußball doch Spaß. Die Hausherren legten unmittelbar nach dem Rückstand eine Schippe drauf und kamen dabei gleich mehrfach zu Torabschlüssen. Hier haben wir Niklas Völker seinen Schuss zur Ecke abgeführt. Und bei der Anspielecke ist wieder der Melzer per Kopf zur Stelle, setzt das Spielgerät aber über den Gästekasten. Und in Spielminute 60 wird Marcel Exner im allerletzten Moment von Bödding beim Abschluss gestört. Und wieder war es nichts mit dem Saisontreffer Nummer 25 für den Borsmacher Golgatha. Aber an der Seitenlinie der Gastgeber blieb man relativ entspannt. Noch war genug Zeit, um das Spiel zu drehen. Und ich vermute mal, dass man hier einfach auf die eigene Abschlussstärke vertraut. 65 Minuten waren absolviert, als Krawinkel und Marcel Exner den Ball zu Niklas Völker spielen. Der wird nicht energisch genug angegriffen, hat genug Zeit, um nach einer Anspielstation im Zentrum zu suchen. Und wenn man einen 24-Tore-Mann mal einen Moment aus den Augen lässt, dann passiert das hier. Ausgleich für die Germania. Und da war er, der Saisontreffer Nummer 25 für Horstmann-Spieler mit der Nummer 14. Marcel Exner wucht mit dem Ball völlig freistehend zum 1:1 unter die Latte. Klasse Vorarbeit von Völker, der genau im richtigen Moment das Zuspiel bringt. Nichts zu machen für Gäste über Michael Denkler. Hier der Ausgleichshelfer noch einmal in der Wiederholung. Waren also neu gemischt. Wir leiten die Schlussphase der Partie an. Horstmann wollte jetzt mehr. Justin Gashi auf Völker und der scheitert am erneut stark parierenden Denkler im Kasten der Westfalia. Hier nochmal die Parade vom Denkler in der Wiederholung. Ja.
Beide anschließend Ecke. Legten sich die Gäste die Kugel fast selbst ins Tor. Erst verpasst Endler, dann prallt der Ball von Gästekapitän Hüsing in Richtung eigenes Tor. Wo aber Becker zum zweiten Mal in dieser Partie vor der Linie bereinigt. Noch 13 Minuten, Freistoß Horstmann. Und dann eine Kofferverlängerung von Melzer in Richtung Tor. Genau in die Arme von Denkler. Weiter 1:1 hier am Burg. Noch 10 Minuten. Balleroberung leer im Angriffsdrittel. Becker hatte sich die Kugel geholt. Und da haben wir Luca Raus mal wieder am Ball. Sein Abschluss. Oder besser gesagt Abschlüsschen. Keine wirkliche Herausforderung für Germania Torspieler Stegemann. Aber immerhin mal wieder eine Offensivaktion der Gäste. In Minute 82 durfte dann Westfalias Anpeitscher und Antreiber Matze Oeltscher das Spielfeld verlassen. Er hatte zuvor über die gesamte Spieldauer hinweg Horstmanns Kapitän Steffen Exner auf Schritt und Tritt verfolgt und ihm so viele Entfaltungsmöglichkeiten. Dann waren noch 4 Minuten zum Spiel. Wieder Ecke für die Hausherren. Und auch wenn sie es immer und immer wieder versuchten, die Germania fand in dieser Phase der Partie einfach keine Lücken im Abwehrverbund der Gäste. Dann Überraschungsmoment auf Seiten der Gäste, knapp 3 Minuten vor dem Ende. Denkler zeigte plötzlich an, dass er ausgewechselt werden möchte. Er hatte sich offenbar ein paar Minuten zuvor bei dieser Szene verletzt und packte sich anschließend an den hinteren Oberschenkel. Für ihn stand Ersatzkeeper Maurice Tegmann zur Einwechslung bereit. Er musste jetzt also mithelfen, das Unentschieden hier in Horstmar über die Zeit zu bringen. Sicherlich keine leichte Aufgabe, wenn man so kurz vor dem Ende ohne richtiges Aufwärmprogramm als Torsteher ins Derby geworfen wird, welches spitz auf Knopf steht. Aber Tegmann führte sich gleich mal gut ein. Langer Schlag in die gegnerische Hälfte und daraus resultierte dann irgendwie eine Chance für Tom Becker. Hier am Ball, Becker im Strafraum, kommt ins Straucheln, Schussversuch daneben. Das wäre ja was gewesen, hätte Lehr hier nochmal in der Schlussphase getroffen. Und ja, in der Schlussphase ging es stellenweise nochmal richtig heiß her. Erst hält Schulte gegen Stegemann den Schnappen drauf. Und dann gibt der Ruhoff dem Becker an der Seitenlinie nochmal schön einen Schubser mit. Ruhoff sah dafür übrigens eine von insgesamt 7 gelben Karten in diesem Derby. Aber so richtig unfair war es hier eigentlich zu keiner Zeit. Trotz aller Rivalität respektierten sich beide Teams auf und neben dem Platz. Und auch Becker konnte nach kurzzeitiger Behandlung wenig später das Spiel fortsetzen. Ja, das Knie blutete, aber es ist ein Derby. Da beißt man die Zähne aufeinander und da spielt man auch mit solchen Blessuren einfach mal weiter. Wir springen in die Nachspielzeit. Die Germania kam nochmal über Berkenbrock und Völker zu einem Abschluss. Tegmann bekam so auch nochmal die Chance, sich auszuzeichnen und hielt seinem Team hier den Punkt fest. Hier nochmal die Parade in der Wiederholung. Dann nochmal eine kurze, ausgespielte Eckballvariante der Hausherren. Marcel mit der Flanke. Steffen mit dem Kopfball. Endstation Tegmann. Auch die Exner Co-Produktion blieb am Ende ohne weiteren Erfolg. Das war es dann auch. Das Horstmarer Derby endet also mit einem 1:1 Unentschieden zwischen dem Gastgeber Germania und dem Gast aus Leer. Mit dem Punkt konnte Westfalia sicherlich ganz gut leben, wenn man sich den Spielverlauf so anschaut. Und auch die Statistik untermauert nochmal die phasenweise etwas einseitigen Kräfteverhältnisse hier auf dem Platz. So, werfen wir doch mal geschwind einen Blick auf die anderen Ergebnisse der Liga. Und da sehen wir, dass Horstmann-Verfolger Grün-Weiß Amnesia Heine mit einem 1:0-Auswärtssieg beim Abstiegskampf mit dem Skiclub dreifach wuppen konnte. Am Ende rettete GWA Heine dabei nach 2 Platzverweisen mit 9 Mann den Sieg über die Zeit. Richtige Kantersiege gab es an diesem Spieltag in Braunhorst und Lahr zu sehen. In der Tabelle hat das Ganze folgende Auswirkungen. Horstmann weiterhin ungeschlagen an der Spitze. Jetzt aber nur noch 6 Punkte vor GWA Heine. Und die haben aktuell 2 Spiele weniger absolviert und könnten nach Punkten noch gleich ziehen. Pikant, am vorletzten Spieltag muss Horstmann zum Spitzenspiel nach Heine. Da könnte es letztlich dann um die alles entscheidende Aufstiegsfrage gehen. Leer verbessert sich von Rang 10 auf die 9 und schwimmt damit weiterhin jenseits von Gut und Böse auf einem sicheren Mittelfeldplatz durch die Liga. Mit dem Abstieg sollte die Nochtruppe von Thomas Kovarisch also eigentlich nichts mehr zu tun haben. So, und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wer möchte, darf gerne ein Abo auf meinem Kanal da lassen und auch gerne ein Like setzen. Darüber würde ich mich selbstverständlich sehr freuen. Während die Gäste den Punktgewinn mit ihren Fans feierten, wurde bei den Hausherren der zweifache Punktverlust noch einmal kurz nach dem Spiel aufgearbeitet.
Also, ich hau mich jetzt an dieser Stelle mal raus hier. Bis zum nächsten Mal, ihr, euer Tino Wermeling. Das aktuelle Spiel der Woche, powered by Haustechnik Wickenbrock GmbH, ihr Fachbetrieb für Sanitär, Heizung und Klimatechnik im Kreis Steinfurt. Und von der Webers GmbH, euer Partner für Futter-, Misch- und Landtechnik sowie Reparatur und Wartung von Landmaschinen und Gartengeräten. Webers, wir beraten euch gerne. Sowie von Garten- und Landschaftsbau Stefan Kappelhoff. Mitarbeiter gesucht, Landschaftsgärtner, Straßenbauer, Baumaschinenmechaniker. Jetzt bewerben, Kappelhoff im Einklang mit Natur.